Ich bin die Lu und ich zeige euch, wie ihr selber im Thermomix Mandelmus machen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, sind 600 Gramm Mandeln, ein Backblech, den Backofen und den Thermomix. Als erstes schalten wir den Backofen bei 160 Grad Ober-Unterhitze ein. Dann verteilen wir die Mandeln auf dem Backblech. Dabei solltet ihr darauf achten, dass die Mandeln in einer Lage liegen und nicht doppelt. Nun kommen die Mandeln für 13 Minuten in den Backofen. 13 Minuten sind um. Jetzt können wir die Mandeln aus dem Backofen holen. Ich lasse die Mandeln jetzt noch 10 Minuten abkühlen, weil es im Thermomix sonst zu heiß wird und die eventuell anfangen zu verbrennen. Und dann schmeckt das Mandelmus auch nicht mehr gut. Jetzt sind 10 Minuten um. Jetzt kann ich die Mandeln in den Mixtopf geben. Um aus den Mandeln jetzt Mus zu machen, schalte ich einfach nur Stufe 10 ein und warte so lange, bis die Mandeln flüssig geworden sind. Dazu gucke ich ab und zu mal oben zu dem kleinen Deckel rein. Insgesamt habe ich die Mandeln jetzt 2 Minuten 20 gemixt. Am Anfang habe ich den Topf zweimal aufgemacht und die Mandeln vom Rand mit dem Spatel nach unten geschoben. So, jetzt schaue ich mal, wie mein Mandelmus geworden ist. Den Mixtopf braucht ihr gar nicht so sehr sauber machen. Aus den Resten könnt ihr ganz einfach Mandelmilch machen. Und im nächsten Video zeige ich euch auch, wie das geht. So einfach und schnell habt ihr Mandelmus im Thermomix gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine Videos von mir mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal Lulu Jojean. Und im nächsten Video zeige ich euch 2 Arten, wie ihr selber Mandelmilch machen könnt. Also bis bald! Insgesamt habe ich die Mandeln jetzt 2 Minuten 20 püriert. Zerkleinert, gemahlen, gemixt.